So Leute, es ist mal wieder soweit. Ein weiterer SWG-Vlog. Dölet ist gestern schon zu mir gekommen. Wir haben coole Videos für euch aufgenommen. Aber heute fahren wir los nach Würzburg, weil morgen gucken wir uns das Stimulation-Werk an. Oh ja. Heute Abend gehen wir aber erstmal gemütlich weg und eine Pfeife rauchen, Pfeife oder? Pfeife rauchen, was essen und dann morgen Werk angucken. Ja, also, wir fahren los. So Leute, wir sind angekommen in Würzburg. Stündchen Fahrt, also sehr, sehr entspannt für uns. Der Kollege hatte zum Glück dann heute auch nur eine Stunde Fahrt, gestern dafür deutlich mehr. Schmeckt? Ist lecker, ja? Ja, ist lecker. Fahrkarte kann man echt essen, muss ich sagen. Super. Kann man schon echt essen. So, gucken wir mal, was wir für Zimmer haben, wa? Ja, ja. Hoffentlich gute. Hoffentlich. Die ist natürlich auch mit am Start, Leute. Sogar hier richtig Model-Style, Handtasche auf Rolli. Muss. Sonnenbrille ins Haar geklemmt. Klar. Moin. Was geht? Was geht? Ey Leute, wenn ihr denkt, es wäre nice, 2,1 Meter zu sein, ne? Dann wisst ihr nicht, wie sich das anfühlt hier mit diesen Decken. Guck mal hier. Oh boy. Scheiße, ist das knapp, ey. Wer wohnt hier? Ist das das? Ja. Zimmerservice. Hallo, ist nicht guten nackt. So Leute, erstmal Pfeife aus dem Auto geholt. Und jetzt gehen wir eine rauchen, oder? Wir gehen jetzt eine rauchen, ja. Eine. Wir gehen wirklich eine rauchen. Haben du hast keine Pfeife dabei? Nein. Du hast keine Pfeife dabei? Natürlich nicht. Alles Amateure, Leute. Köpfchen läuft, schön hier am Main. Erstmal ein Köpfchen Black Nana. Und wie ist das Fazit? Black Nana auf einmal doch ganz geil, wa? Ja, jetzt schmeckt er, hast du gut gebaut. Hab ich gut gebaut. Köpfchen ist durch. Was geht jetzt? Nicht mal was geht. Jetzt, ich hab jetzt ein paar Leute jetzt reingelassen. In Reißverschluss, weißt du, ich meine. Oh, jetzt, Junge! Moderier doch mal, was machen wir jetzt? Schönen guten Tag, Alter. Wir gehen jetzt zurück ins Hotel, wir fahren dann essen und dann rauchen und dann werden wir uns hemmungslos besaufen. Danke, tschüss. Bitte was? Also doch so. Ja Leute, wir waren jetzt gerade unten am Main hier in Würzburg ein Köpfchen rauchen. Die Jungs warten jetzt schon unten, deswegen beeilen wir uns mal. Wir gehen jetzt runter und dann gehen wir in eine Shisha-Bar. Da gibt es wohl auch Essen und natürlich auch Pfeifen zu rauchen. Leute, drückt mir die Daumen, dass wir keinen Kamin rauchen müssen. Ich sehe es kommen, dass wir Kamin rauchen müssen. Soll ich dreist sein und soll ich den Funnel und die Smokebox einpacken? Ja. Ja? Ja. Okay, also wir nehmen mal Funnel und Smokebox mit. Vielleicht haben wir ja Glück und die bauen den. Oder wir dürfen selbst bauen. Wäre auch okay für mich. Hätte ich kein Problem mit. Also Leute, wir gehen los in die Bar hier in Würzburg, die Stimulation rausgesucht hat. Die Truppe hat sich gesammelt. Wir fahren jetzt los in die Bar, aber es gibt noch sehr, sehr große Aufruhr, wer bei wem mitfährt. Weil keiner will neben mir sitzen, weil ich zu groß bin. Wir fahren jetzt weiter nach Schweinfurt, da ist die Nagelebar und dann schauen wir mal, was die Bars in Schweinfurt so können. Thank you.
angekommen im Nagile. Sehr, sehr schöne Bar. Ich zeige euch das auf jeden Fall gleich noch ein bisschen. Aber auch die Karte ist schon sehr, sehr nice. Alkoholfreie Cocktails am Start. Schorlen, Säfte, Eisdrinks. Aber was richtig, richtig nice ist, nicht nur geiler Eistee, sondern was saucool ist, die haben nicht nur Getränke, sondern ihr könnt auch einfach direkt hier was essen. Also ist einfach noch ein komplettes Restaurant mit dabei, was ich sehr, sehr geil finde. Und da wir gerade sehr, sehr viel Hunger haben und sehr, sehr viel rauchen wollen, wird das bei mir jetzt, glaube ich, so ein XL-Burger. Aber wir schauen mal. Pide gibt es auch, beziehungsweise, okay, Pide gibt es im Moment nicht, aber normal gibt es Pide. Nachtisch, oh, hast du gesehen, es gibt Nachtisch. Ja, habe ich noch nicht durchgeguckt. Und Pfeifen, natürlich, ne? Wir sind ja mit Stimulation hier, dann ist ja klar, was wir nehmen, ne? Dass man sich die Pfeifen hier so aussuchen kann mit verschiedenen Preisen, das ist natürlich auch extrem nice. Dass sie nochmal so schön aufgefüllt sind, immer mit kleinem Text oder sowas, das ist schon sehr, sehr deluxe. Oh, jetzt, wir sind ja noch schön fleißig am Pfeife rauchen. Ich habe mir einen Doppelapfel auf Alufolie gebaut. Natürlich alles schön. Stimulation-Pfeifen. Die Jungs haben auch gerade neue Köpfe bekommen. Simon noch am Anrauchen oder ist schon da? Ja, der ist schon da. Schon richtig da. Ja, wir trinken hier schön ein bisschen Eistee, Pfeifen genießen, ein bisschen quatschen auf jeden Fall. Sehr, sehr chillig. Gucken uns alte Bilder an. Dillet hat die Memes am Start. Ja. Also, wir lassen hier den Abend schön ausklingen. So Leute, 12:30, Pfeifen sind durch, wir fahren jetzt ins Hotel. Morgen früh dann zusammen frühstücken, ne? Selbstverständlich. Zusammen frühstücken und dann geht's in die Produktion. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Samstag und wir fahren jetzt los zum Stimulation Werk. Und ich merke gerade so, holy fuck, halt dieser Raum. Das würde wahrscheinlich scheiße klingen. Leute, wir fahren jetzt zum Stimulation Werk. Wir kriegen heute die Fertigung von dieser Pfeife hier und vielen anderen Stimulation Pfeifen gezeigt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir fahren los. Wir sind angekommen an der Produktion von Stimulation. Wir gehen jetzt gleich mal rein, wir gucken uns ein bisschen um und schauen uns an, wie die Pfeifen hier gemacht werden. So Leute, wir sind in der Produktion angekommen. Hier hinter mir seht ihr schon die ersten Maschinen. Hier werden Tauchrohre, Schlauchanschlüsse und Co. gemacht. Drüben gibt es noch eine richtig, richtig fette Maschine. Da werden dann die ganzen Verschlussteile gemacht, wie das 360-Grad-Klicksystem und so weiter. Die gucken wir uns auch noch an, aber erstmal zeige ich euch ein paar Aufnahmen von den Dingern hier. Und übrigens, das hier ist nur eine von sehr, sehr vielen, die hier in der Reihe stehen, Leute. Ja, da sind noch ein paar mehr. Ma? Relativ laut ist, würde ich sehr, sehr nah ans Mikro rangehen. Hier drehen wir jetzt gerade einen Schlauchanschluss. Ich werde euch den auch gleich nochmal zeigen, sobald wir dann fertig sind. Aber ihr seht hier an der linken Seite, da ist das Metallrohr. Das kam von der linken Seite reingeschoben. Es wird automatisch reingeschoben. Dann hängt das hier drin und dann gibt es rechts diesen Riesenkopf mit den verschiedenen Werkzeugen, die dann für verschiedene Zwecke da dran gepackt werden. Ihr habt es eben gesehen, das dreht sich dann um. Weil man sieht es leider nicht so gut, aber so, ne? Ihr seht, das Werkzeug dreht sich immer wieder, geht dann immer wieder dran. Das einzige Problem ist, es muss gekühlt werden, ansonsten sind die Werkzeuge anscheinend ziemlich schnell am Arsch. Deswegen sieht man da leider nicht so viel. Jetzt könnt ihr es ganz gut erkennen. Hier hängt das Stück Metallrohr, hier sind die Werkzeuge, die sich umdrehen und dann eben immer wieder an das Stück Metall rangehen und da eben verschiedene Sachen machen. So, jetzt sehen wir nochmal, wie das Programm abfährt, nachdem es schon gedreht wurde. Das heißt, wir können den Ablauf sehen, aber das Ergebnis war natürlich schon so von dem vorherigen Durchlauf. Ne? Und ihr seht, der Kopf mit dem Werkzeug dreht sich immer wieder, nimmt ein anderes Werkzeug und geht wieder ans Material. Das wäre jetzt innen das Ausbohren vom Schlauchanschluss. So, hier sehen wir jetzt nochmal, ne? Das ist das Stück Metallrohr, das später zum Schlauchanschluss wird. Und hier hängt dann der Riesenkopf
mit den verschiedenen Werkzeugen dran, die dann benutzt werden, um das Material zu bearbeiten. Also irgendwelchen dickeren Bohrer, um innen das rauszunehmen. Dann wird es immer präziser zum Abschneiden, zum Kanten. Na, ganz verschiedene Werkzeuge hier an dem Kopf. Irgendwann hier unten die Klappe fährt raus, hier drunter, das Ding fällt ab, zack. Und dann kommt es hier hinten auf der anderen Seite wieder raus. An der nächsten Maschine. Ihr seht schon, die ist ein bisschen umfangreicher. Hier gibt es noch ein Ladegerät und hinten gibt es noch einen riesen Auswurf. Der Unterschied bei der Maschine im Vergleich zur Maschine im Vorderbereich, wo wir eben waren, ist, dass direkt von beiden Seiten gearbeitet werden kann. Das heißt, es ist wie zwei Maschinen von vorne, plus ihr habt das automatisierte Laden und das automatisierte Auswerfen hinten. Ja. So, wir lassen jetzt das Programm nochmal durchlaufen. Das Teil ist aber eigentlich schon fertig. Das heißt, ihr könnt jetzt ohne Wasser sehen, wie die Werkzeuge laufen und was sie machen würden. Aber es wird halt natürlich kein Material jetzt mehr abgetragen. Sondern da sehen wir, wie das Werkzeug immer wieder wechselt. Und da sehen wir auch, dass auf der rechten Seite noch die andere Seite von dem Material bearbeitet werden kann, während auf der rechten Seite schon wieder das nächste Teil läuft. So Leute, hier sind wir noch im Stahllager. Hier liegen die ganzen verschiedenen Rohre, verschiedene Materialien, die benutzt werden. Ihr seht auch schon hier sowas, das könnte irgendwann mal eine Base werden oder so, ne? Und eben verschiedene Dicken, es gibt bestimmt auch irgendwo dünne. Ja, hier drüben haben wir dünnere Materialien. Das könnte dann zum Beispiel ein Schlauchanschluss oder sowas werden. Und so liegen hier einfach 1000 verschiedene Rohre am Stahl. So Leute, aus solchen Blöcken, ja, damit fängt man an. Das liegt hier hinten in dem Loader drin und kommt dann in die Maschine. Also so einen Block habt ihr eben am Anfang. Und aus dem wird dann so ein Teil gefräst. Und Leute, hier haben wir noch ein Teil. Das wurde aussortiert beim Qualitätsmanagement. Das muss ich euch einfach mal zeigen. Ich guck mal, ob ich es drauf kriege irgendwie. Also Leute, ich muss mal gucken, ob ich da noch ranzoomen kann beim Bearbeiten und euch das irgendwie zeigen kann. Aber man sieht es einfach nicht mal auf der Kamera. Ja? Also hier ist ein ganz minimaler Strich von oben nach unten auf einer ganz, ganz kleinen Fläche und deswegen wurde das komplette Teil hier aussortiert. Wenn man jetzt die ganzen Teile, die hier so rumliegen, also die Teile für die Base, die Tauchrohre liegen hier, wenn ihr die ganzen Teile nehmt, hier zum Beispiel noch der Diffusor, ja, also alle verschiedenen Teile, hier sind noch die Ringe, hier noch die Ringe für das 360-Grad-Klicksystem. Wenn ihr das alles nehmt und zusammenpackt, dann fehlt eigentlich nur noch die Bowl und dann ist eure Simulation fertig. Hier seht ihr zum Beispiel mal ein paar von den Werkzeugen, also sind praktisch die Köpfe, die auch in den Maschinen sitzen. Verschiedene Dicken, da hinten seht ihr so relativ dicke, das wäre jetzt, ja gut, also so dicke braucht man schon gar nicht. Aber so der hier rechts oder so, das könnte schon sein, hier für so ein Tauchrohr oder sowas oder für einen Schlauchanschluss. Da könnte man sowas schon benutzen. Ne? Also alle möglichen verschiedenen Werkzeuge, die dann eben in die Maschinen eingespannt werden und dann verschiedene Arbeiten verrichten. So Leute, und ich wäre auch nicht ich,
wenn ich nicht einfach eine Pfeife dabei hätte, die wir jetzt anhauen. Also die rauchen wir jetzt in meiner Stimulation Pro X direkt neben ihrer Geburtsstätte sozusagen. Wir sind durch, hinter mir wird gerade schon Tschüss gesagt. Für uns geht es dann nochmal eine Nacht ins Hotel. Wir bleiben heute nochmal in Würzburg. Aber das war die Tour im Stimulation-Werk. So Leute, nach der Werkstour gab es noch eine kleine Nap im Hotelzimmer. Jetzt haben wir uns wieder an den Main gestellt. Jetzt gibt es noch ein schönes Köpfchen. Und gleich treffen wir uns noch mit einer Freundin von der Regie. Dann gibt es Abendessen. Und das war es eigentlich auch schon so mit dem Plan für heute. So, mittlerweile ist das kleine Köpfchen am Main zum Full-On-Treffen hier in Würzburg geworden. Raphael von Shisha-Gott ist am Start. Luke ist am Start. Eure Namen kenne ich noch nicht. Auch Lukas. Nadine. Auch Lukas und Nadine. Und natürlich noch die Regie mit Freundin hier am Start. Aber leider ist gerade ein bisschen Krise. Ja. Mal gucken. Noch kurz rauchen. Zweites Köpfchen läuft mittlerweile. Was rauchst du denn? Nochmal für die Tangiers Pineapple Passion Fruit mit Must-Have Kiwi Smoothie. Nice. Und die Pfeife? Das ist meine B2 Hooker aus USA. Auch mit Seriennummer, die Precious Cut. Ja, eine der teuersten USA-Pfeifen so, weil halt jede Rauchsäule in dem Fall handgemacht wird. Und ja. Spricht, glaube ich, für sich. Und ich glaube, das Licht hier kann der Pfeife nicht gerecht werden. So Leute, wir waren jetzt schnell noch Burger essen. Jetzt geht's weiter in die Loot Bar. Die Loot Bar ist eine Mischung aus E-Sports Bar und Shisha Bar. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass die Shishas haben. Ich wollte dahin, weil ein Podcast, den ich immer höre, die hatten da mal so ein Special Event und haben dann viel von der Bar erzählt. Und das hat sich immer sehr geil angehört. Und dann wollte ich eigentlich immer mal hin. Und jetzt habe ich gesehen, die haben noch Pfeifen. Und dann hat mir der Raphael noch erzählt, wenn ich lieb frage, kann ich da sogar meinen Funnel rauchen. Deswegen sehr begeistert. Let's go. Wir sind jetzt in der Loot Lounge. Hier einfach auf dem PC. Auf der Switch wird jetzt eine Runde Mario Kart gezockt. Jeder Platz hat hier schön Bildschirm am Start. Ihr seht es da drüben zum Beispiel noch COD am Laufen. Ja, ihr könnt alle verschiedenen Spiele spielen, die es so gibt. Also super gute Auswahl an Spielen. Jeder Platz kriegt dann wahlweise auch noch ein schönes Pfeifchen. Die Jungs drüben zocken zum Beispiel auch gerade Mario Kart. Ja, also sehr, sehr geil. Das heißt, hier wird jetzt eine Runde gezockt und eine schöne Pfeife geraucht und würde sagen, sehr, sehr geile Sache. Pfeife ist da, ist eine Amirs oder eine kleine Amy. Ich weiß nicht ganz genau welche, um ehrlich zu sein. Und obendrauf mein Oblaco L. Und wie gesagt, gibt es dazu jetzt bei uns eine schöne Runde Mario Kart. Schöne schwarze Dose ist am Start. Ah, Sekunde. Schwarze Dose ist am Start, Eistee. Und jetzt zocken wir zwei erstmal eine schöne Runde Mario Kart, würde ich sagen. Was sagst du, wer gewinnt? Safe, ich natürlich. Scheiß, riesen Shoutout an Loot. Es war einer der schönsten Abende in einer Shisha-Bar seit langem. Also wenn ihr hier aus der Gegend kommt, mega, mega nice. Sind Amy-Pfeifen, aber voll okay. Edelstahl-Amys, das ist auf jeden Fall nice. Bringt euch einen eigenen Kopf mit, fragt lieb, dann kriegt ihr auch einen geilen Kopf. Dann könnt ihr euch den bauen, aber Leute, so nice. Einfach eine Runde zocken, dabei eine Pfeife rauchen, war echt legendär. Also kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. So Leute, wir sind wieder im Loot, haben wir gestern schon angekündigt, wir waren erst schön frühstücken und jetzt sind wir ins Loot gefahren, wir haben gestern noch eine Insta-Story gepostet, sind auch auf jeden Fall ein paar Leute rumgekommen hier, unter anderem der Raphael, Lukas, die Regie da hinten natürlich mit am Start, Lukas mit Freundin. Ja, jetzt werden sich hier ein paar Köpfchen gegönnt, dann gibt es noch eine Revanche gegen Michel, haben wir gestern Trivial Pursuit gezockt und immer wenn Sport und Freizeit kam, hat er uns abgezogen, aber heute werden wir das Ganze ändern. Heute werden wir ihn hoffentlich ein bisschen abziehen. Ja, wir gönnen uns aber erstmal ein paar Köpfchen, dann noch was zu essen bestellen, dann noch ein bisschen zocken, entspannt den Würzburg-Trip ausklingen lassen. So Leute, wir sind wieder daheim angekommen. Es war ein absolut krasses Wochenende angefangen. Freitagabend, die ganzen Leute, die am Start waren, dann mit allen zusammen in die Nagelee nach Schweinfurt, was einfach eine mega nice Shisha-Bar war. Ich hoffe, auch da haben euch die Eindrücke gefallen.
Und Samstag ging es dann natürlich als erstes in die Simulation-Fertigung, was einfach mega krass war. Es war ultra cool, das mal zu sehen, wie Shishas hergestellt werden. Ich glaube, das war überhaupt das erste Mal, dass man auf YouTube gesehen hat, wie Pfeifen hergestellt werden. Deswegen nochmal ein dickes, dickes Shoutout an Simulation, dass sie uns damit hingenommen haben, dass sie uns das Vertrauen entgegengebracht haben, euch das zu zeigen, dass wir deren Standards gerecht werden, Leute. Und wir wissen, die Standards von Simulation sind ziemlich hoch. Habt ihr ja auch noch bei der Qualitätskontrolle gesehen, also was da manchmal rausgeworfen wird, wo ich erstmal 5 Minuten suchen muss, was denn da überhaupt dran ist, absolut krank. Deswegen dickes, dickes Dankeschön ans Simulation-Team, dass sie uns das Vertrauen da entgegengebracht haben. Samstagabend sind wir dann noch eine Nacht in Würzburg geblieben, sind Samstagabend noch ins Loot gegangen, eine E-Sports-Lounge mit Shisha bei, was mega, mega nice war. Grüße gehen da auf jeden Fall raus an den Michel, hat mich sehr gefreut, ihn kennenzulernen, ist der Besitzer von der Bar, ist einfach eine ultra geile Location, ihr könnt Mario Kart zocken, ihr könnt COD zocken und dabei eine Pfeife rauchen, Tortillas snacken, alles mögliche. Einfach ultra nice und es war sogar so nice, dass wir sonntags direkt nochmal hin sind mit ein paar Würzburger Jungs und dann nochmal ein paar Köpfe gequalmt haben. Es war ein ultra nices Wochenende, Leute. Denkt dran, bei den Smokebustern, bei Dölit, bei Schmitti und auch bei Simon aka Shisha for Everyone kommt auch noch Content zu der Fertigung von Simulation. Also wenn euch das noch nicht gereicht hat oder ihr vielleicht noch weitere Eindrücke haben wollt, vielleicht sogar noch ein bisschen besser erklärt, was da C und C-mäßig alles noch so passiert, dann schaut da auf jeden Fall sehr, sehr gerne mal vorbei. Ansonsten noch einen Daumen nach oben oder ein Abo da lassen, Leute, ihr wisst Bescheid. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht es gut, eure Shisha-WG.